Moin Leute, UltraKriegsKanone hier. Wie der Videotitel schon sagte, möchte ich euch aus meiner Sicht die ganzen einzelnen Tage der Jubiläumswoche auf Eldercraft darlegen. Tja, Montag war ja schon mal der erste Rückschlag, da habe ich ja die Schatzsuche verpasst, weil ich ja noch mit Twitch sehr viel einzustellen hatte und so weiter. Erstmal danke an das Endgame, dass er mir noch geholfen hat, das alles einzustellen, obwohl es dann doch leider nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Der Dienstag hingegen war so mehr Hälfte-Hälfte gut und schlecht. Am Anfang erstmal das Fliegen, was um 16 Uhr war, quasi das auf dem Hauptserver jeder Flyrechte hatte, war aus meiner Sicht ein bisschen langweilig. Aber ich sage mal, so wie mir das Dave erklärt hat, für die Leute, die schon seit Jahren auf dem Server sind und mitbauen, für die war das bestimmt mal ein schöner Perspektivwechsel, mal alles von oben zu sehen. Von daher aus meiner Sicht bisschen eintönig, aber wie gesagt, ist meine Meinung. Dann im Anschluss auf den Fun-Server der Arena-Fight, der hat aber alles wieder rausgerissen. Das war richtig genial, es hat alles wunderbar funktioniert, die Spieler sind aufeinander draufgegangen, es war verdammt schwierig, auf die Druckplatte zu geraten und das Event zu gewinnen. Meine Wenigkeit habt ihr ja im Stream, wenn ihr dabei wart, live verfolgt, wie ich da ordentlich mal wieder verkackt hab. Mittwoch war ja Eldercraft sucht den Jumpmeister an der Tagesordnung und der Titel war schon mal so ein bisschen fehl am Platze, denn es gab keine richtige Auswertung. Ich meine, ist ja auch klar, kann ja für Dave, ist das ein Unding, dass man von den ganzen Jumps die ganzen Gewinner auszählt und da noch einen richtigen Gewinner rauszieht. Also ihr hört schon, das ist verdammt schwierig. Egal, irgendein Titel musste ja den Tag haben, von daher erstmal das beiseite. Allerdings war das Event nicht so ganz durchdacht, muss ich leider sagen. Weil wer am meinen Livestream mitverfolgt hat, der hat gesehen, dass da dauernd so 20, 30 Leute, wenn ich mal springen wollte, immer in meinem Gesicht drin standen, dass ich nie wusste, wo ich hinspringen musste. Aber der gute Dave hat zwar dann noch mit Unsichtbarkeitstränke hinuntergeworfen. Allerdings war das keine dauerhafte Lösung, denn das war nur 2 bis 3 Minuten hat der Trank gewirkt und dann waren wieder 20 bis 30 Leute in meinem Gesicht. Und dazu kommt noch, dass meine Jump'n'Runs, die liegen mir einfach nicht. Ich fliege andauernd runter. Es ist eins von den Sachen, die mir einfach nicht liegen. Dafür sorry. Donnerstag war einer von den Tagen, die mir richtig gefallen haben. Die Hunger Games waren richtig gut durchdacht, es gab viele Truhen, obwohl ich irgendwie nie was Besseres als Holzschwerter gefunden habe, warum auch immer. Und es hat richtig Spaß gemacht, da so mit an die 30 Leute auf einer Map dort ums Überleben zu kämpfen, nach waghalsigen Truhen zu suchen und versuchen, das beste Equipment zu bekommen. Also ich fand das richtig aufregend. Für dieses Event Däumchen hoch. Freitag war ohne Zweifel der beste Tag der ganzen Woche. Tower Defense 2, was Besseres hätte man sich nicht ausdenken können. So wie die ganzen NPCs dort unten lang gekommen sind durch den Fluss, wer meinen Livestream verfolgt hat. Die Kämpfe waren waghalsig, selbst ich als Tank wurde dann am Ende maßlos verprügelt, bin 3, 4 Mal gestorben. Wir haben es zwar noch geschafft, dafür Hut ab und danke an mein Team. Aber trotzdem, das war kein leichtes Stück Arbeit, so viel ist sicher. Von der Reihenfolge her war ja zuerst ein Ego-Shooter angesetzt und im Nachgang sollte noch eine Ersatzschatzsuche stattfinden, dafür, dass ich sie am Montag verpasst habe. Erstmal für den Grundgedanken, danke Dave. Allerdings gab es noch beim Ego-Shooter mit dem Programmieren noch ein bisschen Schwierigkeiten, sodass die Schatzsuche vorgezogen wurde, obwohl wir da schon mal gute, ich glaube, 1,5 Stunden warten mussten, ehe es losging. Aber die Schatzsuche an sich war ja anfangs ganz okay. Die Hinweise waren gut versteckt, man hatte ein bisschen Kopf Arbeit zu lösen. Nur ab dem zweiten Hinweis, wo man das von dem Lösungswort den zweiten Buchstaben, nämlich das E gefunden habe, ab da ging es irgendwie nicht mehr weiter. Es stand zwar ein Schild mit dem Pfeil, wohin es in Richtung den Tempel ging und der Pfeil hat in eine Höhle geführt. Durch die sind wir alle gegangen. Wie gesagt, wer mein Livestream verfolgt hat, hat es ja gesehen. Aber danach der Höhle, wir haben alle möglichen Spuren verfolgt. Es ging einfach nirgendwo hin. Wir sind immer in irgendwelche Sackgassen oder einfach nur offenes Meer hinausgekommen. Und nach gute 2,5 Stunden oder wie lange wir da rumgesucht hatten, hatte ich einfach gar keine Lust mehr, da noch weiterzumachen. Sorry, aber entweder war ein Hinweis zerstört worden oder ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Jedenfalls bin ich nicht weitergekommen. Es haben mir noch einige im Nachgang geschrieben, sie haben den Tempel gewonnen. Ich hatte dann keinen Elan mehr nochmal nachzugucken, weil es war so frustrierend, da rumzusuchen und nichts zu finden. Sorry. Quasi noch als Krönung, der schöne Ego-Shooter, dachte ich, ja, da kann ich eure Stimmung nochmal ein bisschen erheben, aber Pustekuchen. Denn der Ego-Shooter ist auch ausgefallen. Ich habe dann versucht, auf dem Server Dave anzuschreiben, aber er hat mir einfach nicht mehr geantwortet und meine Laune war so tief im Keller, sodass ich dann leider den Livestream abgebrochen habe. Ob danach gern noch der dann verfügbar war, das weiß ich nicht.
Und nun heute Sonntag. Ich hoffe, das Video schafft es noch rechtzeitig, damit ihr we seht, denn der Livestream heute findet nicht statt. Ja, denn wir waren nämlich heute mal alle auf dem Server gucken mit ein paar Freunden und ich hier und haben gesehen, dass der Server total zerstört war. Da wurden überall Blöcke zerbrochen, anscheinend war der World Guard ausgeschalten, die Plugins haben nicht mehr funktioniert. Auch die Spiele konnte man nicht mehr antesten und zocken. Es ging gar nichts mehr. Auch den Hauptserver hat man nur durch eine spezielle Adresse erreicht. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist. Ich habe auch noch mal versucht, mit Dave zu reden. Aber er hat so viel mit seinem Server zu tun gehabt. Da gab es wohl massive Probleme. Wäre schön, wenn noch irgendjemand was rauskriegt. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was auf dem Server schiefgelaufen ist. Und auf jeden Fall tut mir sehr leid, dass heute kein Livestream ist. Ich hätte heute gerne bei dem Bauevent mitgemacht. Aber nun ja, was soll man machen? Probleme passieren, dass es jetzt ausgerechnet bei dem Jubiläum passieren soll. Es ist einfach Pech, dass so viel schiefgegangen ist. Aber was soll's. Und von einer möglichen Gesamtbewertung von 5 Sternen gebe ich der Jubiläumswoche 3 mögliche Sterne. Dienstag mit dem Arena Fight, Donnerstag mit den Hunger Games und Freitag mit den Tower Defense. Das war richtig genial. Hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuschauen. Einige von euch waren ja sogar auf dem Server, habe ich gesehen. Und ja, auf den negativen Seiten, ich glaube, da braucht man jetzt nicht mehr drauf rumreiten. Das hat sich einfach gegessen, würde ich sagen. Und dann hatte ich euch ja noch was anderes angeboten. Und zwar am Sonntag, also sprich heute, wollte ich eigentlich all denjenigen eine Frage stellen, die sowohl in meinem Livestream als auch auf dem Server sind. Und wer die Frage als schnellstes beantwortet, dem vermache ich mein ganzes Guthaben, was ich auf Eldercraft angesammelt und natürlich durch Spenden reichlich gesammelt habe. Und ich finde leider auch keine andere Möglichkeit, das Event jetzt noch durchzuziehen, weil ich habe auch keinen Server und mir fällt auf die Schnelle keine andere Möglichkeit ein, das durchzuziehen. Und ich will ganz ehrlich gesagt keinem einfach x-beliebigen Spieler mein ganzes Guthaben vermachen. Das soll schon ein bisschen was als Anforderung dahinter stecken. Ich hoffe, ihr versteht das. So, Freunde, ich hoffe aber trotz der ganzen Rückschläge, dass ihr noch weiterhin Lust habt, mir zuzuschauen, auch bei meinen Videos und was sonst noch so ansteht. Damit war es das erstmal zum Livestream. Auf jeden Fall wird es ein neues Minecraft-Video geben. Es ist in Planung. Den Titel kann ich euch schon mal verraten, und zwar die Essenz der Macht. Ja, der Titel klingt aufregend und es steckt auch viel dahinter. Verlasst euch drauf. Somit war es zu dieser Woche. Nochmal ein großes Dankeschön an Dave, dass ich an diesem Jubiläum teilnehmen durfte, und wir sehen, wann mein nächster Livestream stattfindet, über welches Thema. Das werden wir alles sehen. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, eure Ultra-Keks-Kanone. Ciao!